Upgrade abgeschlossen. Feindliche Einheiten in Sicht. Wird gebaut. Brauchen wir nochmal welche? Einheit wird angesehen. Unbesiegbar. Jawohl, wir haben das bereit. Rücke vor. Ups. Ich komme. Nein. Ja, einfach stehen bleiben. So, das Update müssen wir auf jeden Fall Einsatz nehmen. Bereit. Yep. Bodenunterstützung. Kannst du dich mal bitte da eingraben? Das erwarten Befehle. Genial. Was macht der Wurfarm? Mammut-Panzer. Unbesiegbar. Mammut einsatzbereit. Warten auf Einsatzbefehl. Ja. Und los. Gehst mal bitte dahin. Roger. Plöpp. Okay, das scheint ein Baugradius zu sein oder sowas. Mammut einsatzbereit. Ich würde eigentlich hier hinten gerne ein Tiberium-Ding hinbauen. Ja, Sir. Tja. Ja, Sir. Wir rutschen mal ein Stückchen für Stückchen hier vor. Feindliche Einheiten in sich. Nähere mich. Unsere Basis ist angegriffen. Einheit verloren. Huch. Ja, Sir. Einheit wird angegriffen. Ja, nicht den hier zerstören. Das wäre unfair. Los geht's. Nähere mich. Mammutpanzer bereit. Dahin. Auf dem Weg. Also. Meine Befehle. Feindliche Einheiten Mammut einsatzbereit. Wird repariert. Mammutpanzer bereit. Rücke vor. Wir können mal gucken, dass wir schon mal ein Stückchen vorrutschen. Greif an. Vorrutschen. Unaufhaltsam. Kommen wir direkt von vorne. Bin unterwegs. Gut. Da kommen nur solche Einheiten. Bereit. Feindliche Einheiten. Auf zur Front. Ja, Mammut einsatzbereit. Ja, erstmal bin unterwegs. Dahin. Mammut Panzer bereit. Wo? Oh. Nein, das ist noch alles in Ordnung. Auf dem Weg. Bin unterwegs. Wir können noch ein paar Mammutfahrzeuge brauchen. Ja, Sir. Mammut einsatzbereit. Einheit wird angegriffen. Los geht's. Greife an. Unaufhaltsam. Feindliche Einheiten in Sicht. Basis wird angegriffen. Mal alle nachrutschen lassen, sonst ist die Feuerkraft nicht immer groß genug. Und dann können die vielleicht zwei oder dreimal ballern. Und das Mammut wollen wir ja nicht. Ja, Sir. Ich komme. Aber wir können auch da oben drauf warten. Auf dem Weg. Wir müssen da komplett rein. Okay. Feindliche Stützpunkt in Sicht. Ja, Sir. Wow. Scheiße. Los geht's. Eine Obelisk. Auf Mammut einsatzbereit. Nähere mich. Die Dinger machen richtig böse Aua. Unsere Basis wird angegriffen. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Tiberiumfeld abgebaut. Ausbildung. Nein, nicht abbauen. Einheit wird angegriffen. Wird repariert. Wird gebaut. Wir brauchen hier von neuem. Einheit gefordert. Ziel B. LZ in Bau Sicht. Abgeschlossen. Jo. Unzureichende Mittel. Sammler wird angegriffen. Feindliche Einheiten in Sicht. Unsere Basis wird angegriffen. Wird repariert. Ach nein, das kann so. Wo ist unser nächstes Ziel? Scanner neues Gebiet. Jo. Meine Befehle. Mammutpanzer.
haben unser Außenposten dann zerstört. Sammler wird angegriffen. Ja, Sir. Ich brauch zwei Los Stück geht's. Davon. Warten auf Einsatz, bewähre mich. Greif an. Rücke vor, los geht's. Wehre mich. Greif an. Bin unterwegs. Okay, da einmal hinstellen. Wo haben wir hier unser Spezialfahrzeug? Rick, da. Einsatzbereit. Warten auf Einsatz. Spezialfahrzeug, unterwegs. Bitte da hin. Okay. Hier nicht mehr. Trooper. Los, Jungs. Dann wollen wir mal. Lalalala. Unbesiegbar. Bereit. Mammutpanzer bereit. Feindliche Einheit bereit. In Sicht. Mal ich komme. Machen. Auf zur Front. Ja, Sir. Einheit wird angegriffen. Ausbildung. Mammutpanzer? Was? Das stimmt doch da nicht. Predator Crew bereit. Mammutpanzer. Ja, auch. Rücke vor. Defensivsysteme aufgeladen. Wir brauchen keine Silos. Wird repariert. Müssen nur schneller bauen. Jawohl! Mammut, einsatzbereit. Roger. Ja, sehe ich auch so. Dann müssen wir vielleicht einen Turm hinbauen. Bau abgeschlossen. So. Meine Befehle. Was machst du denn, Mammut, oder? Einsatzbereit. Mammut rückt vor. Feindliche Einheiten in Sicht. Unsere Basis wird angegriffen. Ist doch unglaublich. Unzureichende Mittel. Einheit wird angegriffen. Wird repariert. Einheit verloren. Ausbildung. Einheit befördert. Mammutpanzer bereit. Wo ist der? Da ist der. Wir wären dann soweit. Und los. Ja, hier haben wir ein paar Mammutpanzer verloren. Völlige Überlegenheit. Meine Befehle. Aber das müsste. Völlige Überlegenheit. Ausgleich. Mammutpanzer. So. Meine Befehle. Mammutpanzer. Drei. Rücke vor. Ups, da hätte ich sie jetzt auf nicht zur Front schicken sollen. Aber gut. Du bist meine Befehle. Repariert. Perfekt. Infanterietrupp bereit. Feindliche Einheiten in sich. Melden uns zum bereit. Dienst. Positiv. Infanterietrupp bereit. Ja, Sir. Bewegung. Einheit wird Infanterietrupp angegriffen. Infanterietrupp bereit. Infanterietrupp. Positiv. Wo werden Einheiten angegriffen? Die Ionenkanone nähert sich dem Zielorbit über Sarajevo. Bitte machen Sie sich bereit für manuelle Steuerung. Oh. Infanterietrupp bereit. Panzer. Infanterietrupp bereit. Vielleicht sollten wir doch mal so langsam vorrücken. Mammut rückt vor. Wir haben die Abwehrstellungen des Kraters durchbrochen. Auf den Weg. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Die Ionenkanone hat einen geosynchronen Orbit über Sarajevo eingenommen und ist jetzt online. Der Juggernaut ist ein schwerer Artilleriewalker. Er verursacht großen Schaden und hat eine enorme Reichweite. Kontrollzentrum für Ionenkanone bereit für Produktion. Der Juggernaut hat die Fähigkeit, von Scharfschützenteams markierte Ziele unter Beschuss zu nehmen. Wird gebaut. In der Waffenfabrik können jetzt Juggernaut-Panzer gebaut werden. Wird keine Juggernaut-Panzer. Feindlicher Stützpunkt in Sicht. Feindliche Einheit in Sicht. Ihr seid hier auf heiligem Boden. Kniet nieder vor Kane. Wissen wir doch. Mammut rückt vor. Meine Befehle. Los geht's. Einheit verloren. Nähere mich.
Wir sind durch den äußeren Mauerring durchgebrochen, Commander! Einfach. Hören Sie zu, Sie langweilen mich, Commander. Wenn Sie es wagen sollten, diesen heiligsten aller Tempel anzugreifen, dann mache ich persönlich Jagd auf Sie. Ich erledige Sie wie einen räudigen Straßenköter. Was für Spaß. Warnung, Tempel von Nord geortet. Wehre mich, löscht sie aus. Los geht's. Greife an. Feindliche Einheit. Auf sie. Oh oh. Was für Spaß. Völlige Überlegenheit. Auf dem Weg. Unbesiegbar. Auf sie. Überrollt sie. Yep. Feuer. Wir aufzustellen. Wir müssen uns jetzt ganz Stückchen für Stückchen vorarbeiten, ja, damit wir unaufhaltsam. Vielleicht nicht unbedingt ganz außen rum müssen und noch mehr Abwehrgeschütze. Rücke vor, mach sie fertig. Ja, mach da mal kurz. Bin unterwegs. Mach sie fertig. Ansatzziel erreicht. Ich komme. Jawohl. Feuer. Einer der feindlichen Störfeldgeneratoren wurde zerstört. Bleiben noch zwei. Nähere mich. Bin unterwegs. Einheit ist angegriffen. Okay. Da haben wir Kraftwerk schon. Spaß. Greife an. Los geht's. Warnung abgeschlossen. Okay. Mammut rückt vor. Dieses Ding. Ansatzziel erreicht. Juggernaut. Initialisieren Sie die Ionenkanone ist online und steht zur Verfügung, Commander. Los geht's. Einheiten in Sicht. Einsatzziel erreicht. Mammutpanzer bereit. Der zweite feindliche Störfeldgenerator wurde zerstört. Fehlt nur noch einer. Einheit mit ihm. Bin unterwegs. Ah, lalalalalala. Rauben Sie los. Was? Ausgeben. Da braucht man halt Mammutpanzer. Silos brauche ich dann nicht. Ja, Sir. Kommen wir da an. Wäre nicht. Los geht's! Greife an! Auf den Weg! Auf sie! Feuer! Mach sie fertig! Löschen sie aus! Unaufhaltsam! Bin unterwegs! Löscht sie aus. Ja, tun wir doch schon. Wir müssen nur da einmal ein bisschen. Auf sie! Löscht sie aus! Nähere mich! Feindliche Einheiten in Sicht. Einheit wird angegriffen. Unzureichende Mittel. Einheit befördert. Ich mach einfach alle in eine Gruppe rein. Auf dem Weg. Rücke vor. Feuer! Löscht sie aus! Macht sie fertig! Ja, Sir. Überrollt sie. Ich komme. Die Kanone gerne aus. Unterwegs. Ich weiß nämlich nicht, wofür wir den noch. Ja, Sir. Brauche. Mammut rückt vor. Los geht's. Macht sie platt. Mammut, Einsatz, greife an. Überrollt sie. Überrollt sie. Spaß. Rücke vor. Da ist unser Ziel. Einheit befördert. Mammutpanzer. Macht sie platt. Bin unterwegs. Was für ein Spaß. Einheit wird angegriffen. Übel. Umzuweichen die Dinger da weg. Nähere mich. Macht sie platt. Boah, ihr könnt ganz schön geil schießen. Muss ich ja mal sagen, die Juggernauts, obwohl ich die irgendwie nicht leiden kann. Greife an.
Überrollen Sie. Zerstört man diese Energie? Nähere mich. Unbesiegbar. Juggernauts. Nur die Juggernauts. Da drei. Hier zurück. Unbesiegbar. Einsatzbereit. Hier gucken wir die vorne. Wo kommen die denn jetzt? Gar nicht von unten. Los geht's! Unaufhaltsam! Was ist das Ding jetzt da? Nein! Hier, da! Völlige Überlegenheit! Bin unterwegs! Einheit wird angegriffen. Oh. Unaufhaltsam! Einheit befördert! Einheit verloren! Feuer! Was? Mammutpanzer bereit. Mammutpanzer. Bin unterwegs. Ja, Sir. Mammutpanzer. Vernichtet die Narren. Meine Befehle. Unbesiegbar. Und noch ein Schuss. Ich komme. Was für ein Spaß. Mammut und auf dem Weg. Ja, Sir. Wie sieht's aus? Feuer frei. Worauf warten wir? Genau. Sind Mammut, wir halt ein bisschen lahm im Mammutpanzer? Feindliche Einheiten in Sicht. Mammutpanzer. Feuer. Unaufhaltsam. Ja, Sir. Das für ein Spaß. Wird angegriffen. Macht sie fertig. Ah, so funktioniert das Ganze. Was für ein Spaß. Wir sind durch den inneren Mauerring durchgebrochen, Commander. Mann, ist das denn groß? Mauerring-Soldat. Der Prime-Tempel ist in Sicht, Commander. Oh, nö. Los geht's. Keiner ist umgekippt. Ich glaube, mit dem Ingenieur haben wir dann wieder. Es wurden sämtliche Störfeldgeneratoren zerstört. Ja. Energiefeld deaktiviert. Ja. Initialisiere Video-Ablink. Okay. Washington DC. Tja, Commander, ich habe mich geirrt. Sie waren hervorragend bei der Einnahme des Tempels und Ihr Timing war bewundernswert. Nord war fast fertig mit dem Bau der Flüssig-Tiberium-Bombe. Aber die Materialien konnten wir in Sicherheit bringen. Berichte besagen, dass sich Kane und sein innerer Zirkel verbarrikadiert haben, und zwar in den Katakomben des Tempels, die für uns leider uneinnehmbar sind. Also müssen Sie dieses Pack wohl aushungern. Sagen Sie mal, General, unser ASET-System ist doch wieder online, oder nicht? Wollen Sie etwa die Ionenkanone einsetzen? Nein, General, ich will es nicht nur. Ich befehle es sogar. Ihnen ist klar, dass wir über eine Anlage reden, in der Flüssig-Tiberium produziert wurde. Eine Ionenexplosion hätte verheerende Folgen für die Region. Sandra, Dr. Giraud in Brasilien. Er ist unser führender Tiberium-Experte. Hoffentlich kann er Ihnen das ausreden. General, das ist eine NOT-kontrollierte gelbe Zone. So verheerend die Folgen eines Ionenangriffs auch sein mögen, meine Sorge gilt nicht den Bewohnern dieser Region. Meine Sorge gilt allein unserem Volk, der GDI-Bevölkerung. Sie erwartet von uns die versprochene Rache für die Philadelphia. Meine Güte, Ihre politische Glaubwürdigkeit ist doch nicht in Frage gestellt. Entschuldigen Sie, General, aber Dr. Giraud wird vermisst. Anscheinend wurde er von NOT entführt. Na, das war's dann wohl. Commander? Ich möchte, dass Sie die Sache beenden, und zwar für alle Zeiten. Empfange Nachricht. Das GDI-Oberkommando befiehlt den Einsatz der Ionenkanone gegen den Prime-Tempel. Oh. Ionenkanone. Prime-Tempel. Ionenkanone aktiviert. Mahlzeit. Und tschüss. Einsatzziel erreicht. So, soll ich das? Dabei wurden Kane und ein Teil seiner Mitstreiter wohl getötet. Außerdem führte die verheerende Explosion, durch die das Flüssig-Tiberium-Lager unter dem Tempel zerstört wurde, zu einem tödlichen Fallout und zur Kontamination des größten Teils von Osteuropa. Noch ist nicht geklärt, ob es sich um einen Unfall handelt oder um einen letzten verzweifelten terroristischen Angriff Kanes.
Die einzige Stellungnahme der GDI war bisher dieses Statement vom amtierenden Direktor Boyle. Der Verlust dieser unschuldigen Leben ist einfach unvorstellbar. Aber wir sehen auch etwas Gutes in dieser furchtbaren Tragödie. Es ist die Tatsache, dass Kains Schreckensherrschaft jetzt zu Ende ist. Und dafür sollten wir allen besonders dankbar sein. Tja, wir wissen natürlich mehr, als da in den Nachrichten geäußert wurden. Wir hatten ja leider keine andere Möglichkeit. Gut, dieser Teil ist auch abgeschlossen. Gehen wir mal Bonusziele. Naja, gut. Ja. Akt 4. GDI, Oberkommando, Washington DC, Blaue Zone, B2. Wir erfahren gerade, dass die JPL-Raumüberwachung 6 unbekannte Objekte geortet hat, die sich mit beinahe Lichtgeschwindigkeit dem Erdball nähern. Sie scheinen in unseren Orbit eintreten zu wollen. Wissen wir, woher sie kommen? Das ist unklar. Wir entdeckten sie zuerst im Kuipergürtel jenseits des Neptuns. Danke. Was gibt es, Sandra? Die Ionenkanone wurde aktiviert, Sir. Wer hat das befohlen? Direktor Boyle. Da sehen Sie es, auf Set 3. Um 15.37 Uhr Eastern Standard Time stürzten 39 außerirdische Raumschiffe über den roten Zonen aller Kontinente ab. Die Herkunft der Raumschiffe bleibt nach wie vor ein Rätsel. Über ihre Absichten gibt es jedoch keinen Zweifel. Washington Oberkommando, Washington. Ach Quatsch. GDI Oberkommando, Washington DC, Blaue Zone B2. Commander, ich habe jetzt für Sie eine streng vertrauliche Information. 2028 konfiszierte die GDI eine komplexe Datenmatrix von Nod. Sie ist eindeutig nicht von dieser Erde. Nod nennt sie Tacitus. Wir haben versucht, die Daten zu entschlüsseln. Sicher ist nur, dass sie uns vor einer zukünftigen Alien-Invasion warnen. Die aktuelle Invasion dürfte in direktem Zusammenhang mit der Flüssig-Tiberium-Explosion stehen. Egal, welche Verbindung zwischen Nord und den Invasoren besteht, es werden nicht nur blaue Zonen angegriffen, auch einige gelbe Zonen, und Nord ist nicht in der Lage, sie zu verteidigen. Diese Aufgabe fällt also der GDI zu. Ich spreche offen mit Ihnen, Commander. Die Lage ist extrem kritisch. Aber Sie sind der Beste, den wir haben. Deshalb schicke ich Sie auf eine höllische Mission. Nach Deutschland. Percy zeigt Ihnen, womit Sie es zu tun haben. Geheimdienstbüro der Zonensicherung Washington DC, Blaue Zone B2. Ich kann immer noch nicht fassen, was da passiert ist. Also gut, Commander. Ich weiß nicht, was Sie über New Eden gehört haben. Es war die erste gelbe Zone, die zu einer blauen Zone wurde. Und seitdem ist sie ein geheimes Forschungszentrum der GDI. In München in unserem Future-Tech-Labor wurde sogar eine Analyse erstellt über die Vorgehensweise der Invasoren. Aber leider steht München jetzt unter Beschuss und das FT-Labor wurde zerstört. Einige Ingenieure konnten aber entkommen und fahren in einem Konvoi Richtung Salzburg. Das ist gleich hinter der Zonenabgrenzung, wie wir wissen. Commander, dieser Konvoi muss in Salzburg sicher ankommen. Ja, wir sind in Mitteleuropa gelandet, Deutschland. Und wir sind auch fast durch. Das ist unser vorletzter Akt. Wir noch ein bisschen hier, ein bisschen da und dann machen wir jetzt noch München. Oh? Gibt's kein Video?
Okay, evakuieren Sie die GDI-Funktionäre aus München, während die Invasion die Stadt dem Erdboden gleichmacht.